Hallo und willkommen zurück, liebe Wissenssuchende. Das heutige Video wird ein wenig anders gestaltet. Ich rede nicht als In-Universe-Lore-Meister, sondern würde gern von außen einmal auf die Warhammer-Fantasy-Welt schauen und ein bestimmtes Thema komplett subjektiv analysieren. Das Pantheon an Göttern der Warhammer-Welt ist vielseitig und komplex. Wir haben im Zuge unserer Vorlesungen bereits über Sigma, die ruinösen Vier, Gok und Morg sowie die Götter der Elfen und Zwerge geredet. Eine Kreatur, die noch nicht besprochen wurde, ist die chaotische und bösartige gehörnte Ratte, der erste und einzige Gott der Skaven. Die gehörnte Ratte ist ein außerordentlich spannendes Thema, da ich sie als bestes Beispiel einer Gottheit in Warhammer betrachte. Lasst mich erklären, warum. Teilen wir Religionen in zwei große Lager ein, reden wir generell von Polytheismus und Monotheismus. Polytheistische Gesellschaften sind in Warhammer eindeutig dominant. Elfen, Zwerge, Echsenmenschen, sogar das Imperium sind eindeutig polytheistische Religionen. Vergleichbar mit den nordischen oder griechischen oder auch ägyptischen Glauben der Antike. Es gibt eine große Anzahl an Göttern, jeder mit seiner eigenen Domäne. Götter des Krieges wie Grimnir, Quetzel oder Ares. Götter der Unterwelt wie Hel, Mor oder Netu. Oder Götter des Wissens wie Thoth, Hoeth und Tahoth. An der Spitze des Pantheons sitzt ein Göttervater, ein mächtiger Patriarch, dessen eigene Domäne meist dadurch ergänzt wird, dass er eine Personifizierung von göttlicher Autorität ist. Odin, Ra und Zeus in unserer Welt, Sigma, Azurien und Krungni in Warhammer. Eine polytheistische Religion kann sich besonders in der Anzahl der Götter natürlich extrem von einer anderen polytheistischen unterscheiden. Die Ahnengötter der Zwerge sind hier das eine Extrem, wohingegen Religionen wie die des Imperiums und die der Oger mit weit weniger Göttern auskommen. Hier müsste ich auch anmerken, dass wir besonders bei den beiden Glaubensrichtungen des Imperiums und der Oger eher von einer monolateralen Religion reden. Monolatrie bedeutet hier, dass es zwar eine Anzahl an Göttern gibt, aber einer so dominant verehrt wird, dass die anderen nur Beiwerk sind. Die Great Maw bei den Ogern und Sigma ganz eindeutig beim Imperium. Eine wirklich monotheistische Religion ist in Warhammer ebenso wie in unserer eigenen Geschichte die absolute Ausnahme. Mir persönlich fallen hier nur die Chaoszwerge und die Skaven ein. Die ungleiche Verteilung von Monotheismus gegenüber Polytheismus ist nüchtern betrachtet auch durchaus verständlich. Die Welt ist ein vielfältiger Ort mit Abermilliarden von Kreaturen, einer ebenso reichen Flora und einem komplexen System von natürlichen Wundern und Katastrophen. Sich vorzustellen, dass nur ein einziges Wesen eine so widersprüchliche und diverse Welt beaufsichtigt, ist schwer vorstellbar. Wesentlich sinnvoller klingt es daher, viele übernatürliche Wesen damit zu beauftragen. Denn durch die konkurrierenden Persönlichkeiten und Ambitionen dieser Götter lassen sich die Ungereimtheiten und Ungerechtigkeiten des Alltags viel besser erklären. So wird natürlich auch das klassische Problem der Theodizee vermieden, was beispielsweise die monotheistische christliche Religion verfolgt. Mit den Grundlagen nun gelegt, werfen wir einmal einen Blick auf die beiden monotheistischen Religionen und analysieren ihre Darstellung. Hashut, der Gott der Zwerge, ist ein Tyrann, eine Perversion des klassischen Göttervater-Patriarchen. Er gebietet nicht, er unterdrückt. Er fördert nicht, er beutet aus. Doch noch viel wichtiger, Hashut ist ganz eindeutig ein grundlegend anderes Wesen als die Chaoszwerge. Hashuts Symbol ist der Bulle. Und diejenigen, die ihm am nächsten sind, die Bull-Zentauren, haben ihr Dasein als Chaoszwerg hinter sich gelassen und sind zu Hybridwesen geworden. Teilweise Davisar, teilweise göttlich. Um zu verdeutlichen, worauf ich hinaus will, nehmen wir folgendes Beispiel. Hashut ist so, als würde ein außerordentlich weit entwickeltes Alien unsere Erde besuchen, uns alle unterjochen und dann Mensch-Alien-Hybriden zeugen, die wir als höhere Wesen betrachten. Eine absolut legitime Form, einen Götterkult zu schreiben, doch in meinen Augen lange nicht so effektiv, wie es sein könnte. Der Grund dafür ist, dass die Verehrung Hashuts nicht aus den Chaoszwergen heraus passiert. Sie wird ganz eindeutig top-down, also von oben auf die Kultur gedrückt. Um diesen Punkt zu verdeutlichen, stellt euch einfach vor, ein Stamm Chaoskrieger, der Hashut verehrt. Das ist ohne Probleme möglich. Es wirkt nicht fehl am Platz und scheint absolut natürlich. Das liegt daran, dass zwischen Hashut und den Chaoszwergen so eine große Kluft besteht. Die Linie zwischen Göttlichkeit und Sterblichkeit ist deutlich und klaffend. Verehrung daher natürlich und es entsteht eine Dynamik, die unserer christlichen Religion ziemlich ähnlich ist. Mein Lieblingssatz dabei ist immer: God works in mysterious ways.
Denn die Herrlichkeit und Größe des Gottes ist so gewaltig, dass wir kleine Affenwesen, oder in dem Fall die kleinen Zwergenwesen, es unmöglich verstehen können. Jetzt tut mir mal den Gefallen und führt das gleiche Gedankenexperiment einmal mit der gehörnten Ratte durch. Stellt euch einen Kult menschlicher Chaosbarbaren vor, die plötzlich die gehörnte Ratte anbetet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich klingt das absurd. Fast schon humoristisch. So als würde gleich ein Conan der Barbar-Style-Bodybuilder um die Ecke kommen, der sich kleine Nagezähne aus Pappe angeklebt hat. Und das liegt daran, dass die gehörnte Ratte tief und untrennbar mit den Skaven, ihrer Kultur und ihrer Identität verbunden ist. Keine andere Rasse oder Fraktion könnte die gehörnte Ratte als ihre Gottheit haben, außer den Skaven. Die gehörnte Ratte verkörpert kein übernatürliches Ideal, keine unerreichbare Göttlichkeit. Sie ist eigentlich nur ein normaler Skave mit enorm viel Macht. Warum sind die Gebote der gehörnten Ratte, die auf den schwarzen Obelisken eingraviert sind, so schwammig und offen? Weil die gehörnte Ratte will, dass die Skaven Schlupflöcher finden. Sie will kein starres Volk von loyalen Anbetern. Sie will einen chaotischen Dreckshaufen von hinterlistigen Ränkeschmieden. Warum geht die gehörnte Ratte nicht gegen Clan Pestilenz Pestmagie oder Clan Ashens Schattenmagie vor, obwohl beides ziemlich deutlich gegen die Gebote verstößt? Ja, weil sie es extrem unterhaltsam findet, dass die Clans sich uneinig sind und dass ständig Konflikte zwischen den grauen Propheten und den großen Clans entstehen. Warum besteht die Führung der Skaven aus 13 Lords und nicht aus einem auserwählten Propheten? Ja, weil die Machtspiele und der Konkurrenzkampf dafür sorgen, dass nur die Fähigsten Macht erhalten und vor allem behalten. Eine außerordentlich sozial-darwinistische Vorstellung, die sich aber komplett kohärent durch die Skaven-Gesellschaft zieht. Diese Idee bezieht sich sogar auf die gehörnte Ratte selber. Warum wird sie angebetet? Ist sie so verzaubernd von ihrer majestätischen Göttlichkeit aus? Folgen die Skaven ihr als starkem Anführer aus Bewunderung? Ja, Himmel nein! Sie haben panische Angst vor ihr. Die gehörnte Ratte ist für die Skaven kein andersweltliches Wesen, das Verehrung verdient, weil es so grandios ist. Sie ist ein grausamer und verachtenswerter Chef, der einfach zu schlau und gerissen ist, als dass man das Maul gegen ihn aufreißen könnte. Aber jeder einzelne Skave würde der gehörnten Ratte sofort einen Dolch in die Kehle rammen, wenn sie könnten. Und ganz ehrlich, genau dafür liebe ich die gehörnte Ratte und die Religion der Skaven. Es ist kein komplexes, polytheistisches Netzwerk aus mächtigen Gottheiten, kein strahlendes Wesen an der Spitze eines großen Reiches, ja auch keine hungernde Apokalypse, die mit Opfern besänftigt werden muss. Die gehörnte Ratte ist ein hinterhältiger, mordlustiger und schadenfroher Bastard. Und warum? Weil sie der Chef einer Rasse von hinterhältigen, mordlustigen und schadenfrohen Bastarden ist. Skaven sind und bleiben einfach eine der besten und interessantesten Fantasy-Rassen in moderner Fantasy-Fiction.